Der Tour de France, da fährt ein einziger Japaner mit. Bei der Super League sind es immerhin zwei. Da ist zum einen der Yuya Kubo. Er macht seine zweite Saison bei IB. Und neu da ist der Yoichiro Kakitani. Er läuft zukünftig für den FC Basel auf. Der 24-Jährige wird in seiner Heimat bereits verehrt wie ein Popstar. Er ist immerhin Nationalspieler und hat zuletzt für Japan auch bei der WM in Brasilien gespielt. Seit dem letzten Donnerstag ist er jetzt in der Schweiz. Heute ist er offiziell vorgestellt worden. Im strömenden Regen kommt er angerollt. Der Superstar aus dem Land der aufgehenden Sonne. Ab sofort ist der Trainingsplatz des FC Basel die Heimat von Yoichiro Kakitani. Und das, obwohl halb Europa hinter dem Nationalspieler her war. Es war schon immer mein Traum, in der Champions League zu spielen. Doch das ist lange nicht der einzige Grund, warum ich nach Basel wollte. Es fasziniert mich, dass dieses Team regelmäßig gewinnt und Titel holt. Mein Stammverein Osaka hat nie um einen Titel gespielt. Beim FC Basel ist das anders. Diese Mannschaft kann jeden Gegner schlagen. Und mit solchen Toren hat sich der 24-Jährige in die Herzen der Japaner geschossen und genoss in seiner Heimat den Status eines Popstars. Mit einem Abschiedsspiel wurde er vor ausverkauftem Haus von seinen Fans tränenreich verabschiedet. Noch selten war der Medienaufmarsch bei einer Präsentation eines Basler Spielers so groß wie heute. Eine Tatsache, die auch die Basler Führung überraschte. Aufgrund von fehlender Kenntnis von allen japanischen Zusammenhängen im Profifußball ist uns das in dem Sinn nicht bewusst gewesen, was für eine Bedeutung er als Persönlichkeit auch neben dem Feld in Japan genießt. Nach Japan will Yoichiro Kakitani also nun mit dem FC Basel auch Europa erobern. Wirklich wahnsinnig und ich weiß, man darf hier oben nichts gegen andere sagen, aber in Zürich wären sie alle umschlafen um 12 Uhr, das wissen wir alle auch, oder?